So good morning. Thank you very much to the organizers for the invitation. Guten Tag und danke für Ihre Einladung. Vielen Dank, Professor Jünnemann, Professor Becker, für die Einladung zu diesem tollen Event. Drust 2019 in Kiel heißt alles anders. Sehr geehrte Damen und Herren, seien Sie herzlich gegrüßt hier in unserem Kieler Schloss. Wir machen es interdisziplinär, weil für mich immer die Momente, in denen es Berührungspunkte mit den anderen Fachbereichen gab, die Momente waren, wo ich über diesen eigenen Tellerrand hinausblicken durfte. Also ich bin sehr gespannt, wie das wirkt. Aber letztendlich im Fokus steht das Lernen, ein vernetztes Schulungskontinuum. Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichsten fachspezifischen Herangehensweisen bei gleicher anatomischer Region. Ich freue mich sehr, dass ich auch noch aus der Chirurgie einen Teil zu dem Retroperitoneum beitragen darf. Es ist interaortokaval, lateralaortal, präaortal und retrokaval. Und man könnte eigentlich sagen, irgendwie überall, ne? Aber die Lokalisation ist schon der wesentliche Faktor in dem Gedankengut dessen, was wir hier machen und wie wir es machen. Deshalb ist der Anatom eine Schlüsselfigur. Das nennen wir jetzt retroperitoneal und zwar sekundär. Eine sekundäre Retroperitonealisierung. Das können wir mal getrost vergessen. Wir haben auch ein innovatives Lehrkonzept. Jetzt gehen wir aber noch ein bisschen in die anatomische Materie hinein. Im Atlas ist immer alles so schön farbig, ne? Und ich bin sehr dankbar, dass in Kiel der Prometheus-Atlas in der Anatomie entstanden ist. Lymphknoten grün, Arterien rot, Venen blau, herrlich. Und man stellt dann fest, im richtigen Leben sind die Lymphknoten nicht grün. Bis vor kurzem. Wir schauen uns Regionen an, in der der Urologe, der Chirurg und der Gynäkologe operieren und wollen sehen, wie sind die Herangehensweisen der jeweiligen Fachdisziplinen? Warum macht der eine das so und der andere wieder anders? Ich habe auch versucht, Ihnen zu zeigen, dass man viel vom anderen lernen kann. Das sind die Momente, die mich bisher immer am nachhaltigsten und am stärksten geprägt haben. Das versuchen wir gleich zu zeigen aus dem OP. Live-Operation, wichtiger Teil aus unserer Sicht für die Ausbildung. Dann würden wir in die OP schalten. Das ist wichtig, weil wir viel Live-Chirurgie machen. Ich habe noch nie einen Kongress erlebt mit so viel Live-Chirurgie. Ich arbeite heute mit dem Team hier aus Kiel, mit der Schwester Susanne und dem Dr. Kolberg, die mir heute helfen werden. Wir gucken jetzt einmal in den Situ. Können wir vielleicht einmal das Endobild zeigen. Das ist jetzt ein Tumor, der an der Vorderseite liegt. Generell, es ist immer eine Frage der OP-Taktik. Sie arbeiten mit dem Thunderbeat. Arbeiten Sie auch zu Hause mit dem Thunderbeat? Ja. Macht mal bitte den Ton im OP bitte lauter. Ich verstehe nichts. Kannst du uns bitte einen Überblick geben? Ja. Hier den lateralen Zugang, Nervus genitofemoralis, Arteriaca externa, hier das komplette laterale Stromgebiet belassen. Wir sind direkt am Peritoneum geblieben. Von daher bleibt die Exzession hier absolut uterusnah. Hier weiter hinter der Cava kommt zumindest kein Abgang mehr, den man sieht. Und trotzdem ist es so, dass man sich leichter tut, wenn man den Ureter einmal darstellt. Wir haben unsere Instrumente, die Cardiac, die bipolare Pinzette, die Schere. Hier die ehemalige Überkreuzung der Arteria uterina, die ist abgangsnah geklippt. Wir werden den Darm hier runter präparieren. Er gehört ja nicht zum Retroperitoneum. Das ist der Kronenrahmen, der hier oben aufgehängt ist. Das werde ich gleich erstmal, die Adhäsionen werde ich lösen. Wenn ich jetzt drehe, da kommt dieser Tumorzapfen. Dann die nächste Hürde ist quasi hier das Duodenum. Da hinten sehen Sie die Niere schon. Hier oben die Leber. So sieht der Draht aus. Der wird irgendwo im Abdomen platziert, sollte in der Nähe der Kamera sein. Und der zieht dann den Rauch irgendwie an sich an und über irgendeinen physikalischen Mechanismus legt sich der Rauch dann auf das Peritoneum. Ganz wichtig, das darf nicht verwechselt werden. Man lernt in jedem OP dazu und wir sollen ja alle so ein bisschen auch was hiervon mitnehmen. Das ist eine Schiene, da wird der Arm rangelagert. Das ist eine ganz klasse Sache, das geht schnell, das ist einfach, das ist patientensicher. Ich glaube, so eine Schiene sollte jeder zu Hause haben, wenn er Nierentumor und operiert. Und das ist letztlich auch das Letzte, was man noch sieht. Und damit ist die Operation dann auch schon beendet. Ich darf Sie jetzt auch motivieren, neben der Mittagspause auch unsere Industrieausstellung mitzubesuchen. What are we talking about? Thank you.
Das ist Status quo heute. But when we talk about the future, what is really the future? We have one part which is extremely important, and this is the instrument. And the question is the instrument which we have right now, is that the future? So I think that's a great question, actually, because what we believe is important is for every patient to get the less invasive treatment possible. There isn't a one-size-fits-all approach. Could be multi-port, could be single port, could be endoluminal, and could be genomina. The idea is to also work behind structures, behind organs. We should have all the option possibles. What I would like to see is less visions and more something that I can grab. I think it's not so far out. What we want to do is something that works today. Use it, test it. We really take a bottom-up approach. And say, it's good or not so good. It's building blocks. And if new technologies, new instruments, new ways of approaching surgery emerge, we have a platform to which those instruments can be added over time. Have you ever thought about new concepts in visualization? Delivering additional wavelength information. See the unseen. Additional visual information. Augmented reality. MRI, ultrasound. Vision processing. Virtual reality. Machine learning. CT pictures. Artificial intelligence. And mixed reality, because this comes together. And the question is, do we need a complete new approach? I think we are on the way. I guess that we need to rethink also the way we are all collaborating together to innovate things. In a journey to bring in additional information, which is very important for surgical procedures, and I see this coming, and for sure, this is we have to think new, we have to think how we can get more information, relevant information for the surgeon, because surgery counts on understanding the disease, the anatomy, and the process. I think this was a nice conclusion of this session. Thank you very much. Natürlich kann man nicht über das rechte Retroperitoneum nach links, das kann nur Herr Wedel, wenn er die Wirbelsäule und die Gefäße mal rausschneidet, das geht, das können wir nicht. Ja? Also da gibt es, glaube ich, wie ich finde, wenig Fragen.